Gesichter sind so schön, es macht einen Riesenspaß, sie zu malen. Sie sind so vielfältig, so reich, man hat so viel Farben und Nuancen, dass es wahnsinnig viel Spaß macht, sie zu malen. Sie erzählen so viel. Und da halte ich diese DVD für einen optimalen Weg, Ihnen das zu zeigen, diese Malerei wirklich von ganz, ganz dicht zu zeigen und Ihnen einen Haufen Impulse mitzugeben, mit dem Sie ganz viel für Ihre Malerei tun können. Und dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Ich bin Felix Eckhardt. Hi. Hi. Können wir los? Können wir los. Super. Zwei solche Winkel sind ganz klasse, um den Ausschnitt für das Bild zu suchen. Ich kann messen, auf welcher Höhe ist das Ohr. Und sehe, okay, das Ohr ist ungefähr auf Höhe von der Nase. Zack. Ich möchte Ihnen jetzt gern zeigen, wie man Hände malt. Und das ist gar nicht so schwer, wenn man zuerst es ein bisschen abstrahiert, ein bisschen vereinfacht und nachher über Licht und Schatten die Hand genauer malt. Wo ist meine Brille, Blick? Mann, ist das hell hier, Blick. Die Mitteltöne bilden die Grundlage in der Malerei. Töne, die nicht hell und nicht dunkel sind. Hinten, um die Entfernung darzustellen, ein bisschen kühler, vielleicht einen Hauch Ultramarin neu mischen mit Weiß. Noch einen praktischen Tipp, wenn Sie großzügig malen lernen wollen. Nehmen Sie einfach eine kleine Malpappe und da malen Sie mit einem Pinsel, der Ihnen viel zu groß erscheint. Brillen sind gar nicht so schwer, wie man denkt. Das Einzige, was wirklich wichtig ist, dass man nicht plötzlich anfängt, Linien zu zeichnen, sondern die Brillen auch malerisch sieht. Das hier ist die Basis aller Malerei. Wenn Sie das hier gut machen, hier gründlich mischen, diese Töne liebevoll anmischen, dann werden Sie auch liebevoll dort ankommen.